Hallo, meine lieben Mimmelwürfel, und willkommen zu einer Ausgabe nach einer langen Pause. Ja, um das ganz kurz in einem Satz zu erklären, in einem Wort zu erklären: Geld. Ging diesen Monat einiges schief, was das angeht, und jetzt zum Monatsende ist das gerade etwas doof. Aber ein paar Sachen, die ich bereits vorher bestellt hatte, sind quasi inzwischen angekommen, und jetzt schaue ich mal zu, dass ich das wieder aufhole. Problem klärt sich gerade. Aber kann leider mal passieren. Kommen wir jetzt aber zu dieser wunderbaren 2021er Polybag, die ich nicht erwartet habe. Ich hätte nicht gedacht, dass Dots lang genug lebt, um eine zweite Polybag zu kriegen. Ich dachte, das Konzept wird nichts, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Dots scheint zu funktionieren. Es gibt eine zweite Polybag. Das Thema läuft weiter. Das Thema vergrößert sich. Es gibt sogar ein Dots-Buch. Mal schauen, ob ich das noch vorstelle. Ich bin noch so am Zweifeln. Ich hatte es letztens bei Müller in der Hand und dachte, lohnt es sich darüber ein Video zu machen oder nicht? War noch nicht sicher, habe es erstmal liegen gelassen, aber vielleicht tue ich das noch. Was sich auf jeden Fall lohnt, ist aber immer die Polybag. Denn Polybags, alle, die ich in die Hände kriege, die mache ich auch. Hoppala, jetzt rutscht der hier. Und was mir als erstes auffällt, ist die Teileanzahl. Erstens überhaupt, dass sie draufsteht. Ungewöhnlich, aber 109 Teile. Das ist verdammt viel. Das ist verdammt viel für eine Polybag. Kommt natürlich daher, dass Dots diese ganzen kleinen 1x1-Fliesen benutzt. Trotzdem beachtlich. Was ist das hier denn? Das ist die 3557 Photo Holder Cube. Und ich glaube, das stellt ein Kaninchen dar. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, das ist das Kaninchen. Jedenfalls laut der Produktbeschreibung. Create your own designs. Muss also nicht ein Kaninchen sein. Kann ein Kaninchen sein. Ist auf jeden Fall ein Würfel. Die gibt es auch in größer für einen Zehner. Und hier ist quasi so eine Mini-Version für die Polybag üblichen 3,99. Eine etwas übergroße Polybag, wahrscheinlich auch wegen der großen Teilezahl. Ungewöhnliches Design. Das Lego-Logo hier unten links. Und ansonsten ist das Dots. So sieht das Ganze von hinten. Oh, ich hatte es noch nicht von hinten gesehen. Und dieses Babyblau hat mich jetzt komplett überrascht. Okay, apropos Babyblau, das ist die Art und Weise, wie ich inzwischen meinen Slime aufbewahre. Ist auch sehr nützlich, um ihn hinter Polybags zu tun, um die halt so aufrecht stehen zu lassen, weil wenn die jetzt gelegen hätte, hätte das halt so ausgesehen. So, kann man machen. Was man auch machen kann, ist jetzt hier mal dran reißen. Das ging glatter, als ich gedacht habe. Wunderbar. Und dann einfach mal hier ein bisschen ausschütten. Oh Gott, da ist noch mehr drin. Die ganzen kleinen Teile fliegen da jetzt. Okay, hier ist leer. Wir haben eine Tüte in der Tüte. Das ist bei der Teileanzahl nicht überraschend. Ich weiß gar nicht mehr, wer das damals gesagt hatte. Irgendwer hat mal in den Kommentaren erklärt, wieso es manchmal bei den Polybags Tüten in der Tüte gibt. Der Grund ist einfach die Anzahl der Teile. Die Packmaschine kann nur bis zu einer gewissen Teilezahl, oh, kommen wir gleich zu, bis zu einer gewissen Teilezahl einpacken. Und wenn es darüber geht, dann werden die übrigen Teile in eine zusätzliche Tüte getan und dann zählt die Tüte wiederum als ein Teil für die Verpackungsmaschine. Das ist der Trick da. Ganz spannend, machen wir mal auf. Ich sehe jetzt schon, dass einiges an interessanten Teilen in diesem Set ist. So, die auch weg. Und relativ viel Standard. Das hier ist nett. Der 1x1er mit dem Seitenstud in Violett. Oder ich glaube, das ist Lavendel. Und das Ganze haben wir zweimal. Okay, zwei davon. Überhaupt natürlich die ganzen Farben. Hier Lachs, Hellgelb, Dunkelviolett oder auch Normalviolett und so weiter. Relativ viel Standard. Und dann aber, okay, hier noch ein paar in Dark Pink, das ist auch sehr schön. Die 2x2x2, die 2x1x2 mit den vier Seitennoppen, also quasi die Brickheadsteine in Dark Pink, sehr nett. Und dann dieses wirklich interessante Teil. Das ist offenbar der Fotohalter und ich hätte nicht gedacht, dass der als Spezialteil drin ist. Ich hätte gedacht, das wird gebaut. Aber nein, ein spezielles Fotohalterteil. Das ist natürlich spannend. Also, ne, das hat praktische Anwendung, wenn ihr wirklich so einen Fotohalter machen wollt. Hier mit diesen verschränkten Zahlen. Gut, das kann auch ein Foto ganz schnell kaputt machen, weil die halt ineinander greifen und dann wird es wellig. Aber spannendes Teil. Habe ich noch nicht gesehen. Hat bestimmt für einige kreative Anwendungen Verwendung.
Okay, der Rest sieht ziemlich Standard aus. 1x1er, 2x2 Ecken und natürlich die diversen Fliesen. Gar nicht mal so. Ach, guck mal, da ist ein Herz. Oh. Gar nicht mal so unlangweilig. Also die 1x1er. Das sind halt nicht diese schön bedruckten, die Dots in den Packen hat. Das sind ganz einfache 1x1er. Aber immerhin jede Menge. Also wenn ihr in diesen Farben 1x1er Fliesen sucht, insbesondere hier diese Kreisviertel, dann werdet ihr hier ziemlich gut fündig. Das auf jeden Fall. Und dann haben wir hier noch eine Anleitung. Hier kennt man etwas besser, dass es einen Hasen darstellen soll. Genau. Da sieht man, dass das Ohr auch abgenommen werden kann. Warum auch immer man das jetzt ausgerechnet groß zeigt. Und okay, das ist keine Anleitung auf dieser Seite, sondern ein kleines Werbeplakat für verschiedene Dot-Sets. Da seht ihr auch die normalgroßen Würfel. Hier die Katzenvariante. Eine Schmuckbox. Da ist. Nee, ist das der normalgroße? Nee, das ist doch der kleine. Das ist der, den wir jetzt haben. Das hier ist ziemlich kurios, die Cupcakes. Aber okay, warum nicht? Und natürlich gibt es auch noch die Armbänder. Und auf der Rückseite ist unsere Anleitung. Okay, das sieht sehr simpel aus. Das glaube ich, kann ich ohne Probleme auch direkt hier machen. Lässt du wohl los. So, weil 10 Schritte. Leute, das kriege ich hin. Das kriege ich hin, ohne die Kamera auszuschalten. Schönes Minzgrün hier übrigens, die 1x2er Platten. Eine muss Ada. Okay. Das erinnert mich ein bisschen an einen Brickhead. Nur dass beim Brickhead die Ecken nicht so aufgefüllt werden. Der große Unterschied ist natürlich das Teil hier, das Spezialteil, das ich vorhin schon mal rausgestellt habe. Mir fehlt ein 1x1er. Ah, da lag die Anleitung drauf. Okay, jetzt wird es ungewöhnlich. Es wird über die Ecken verschränkt. Ich meine, macht Sinn, ungewöhnlich in dem Sinne, als dass das halt nicht die Art ist, wie das bei Brickheads gebaut wird. Aber es macht so, Moment, das muss in die Richtung. Genau. Nicht, dass ich hier mit den Richtungen durcheinander komme, obwohl es schon ein bisschen seltsam gerade wirkt, von der Orientierung her. Aber das ist das, was die Anleitung mir hier vorgibt. Okay. Und ja. Jetzt macht es auch wieder Sinn. Das ist irgendwie komisch. Ich hätte gedacht, dass das hier so quer kommt. Und nochmal. Ach so, ist völlig wurscht, weil das wird jetzt zugemacht. Ah, okay. Und da haben wir den Würfel und da kann man jetzt diverse Dinger drauf tun. Es ist noch nicht mal was angezeigt, sondern das sagt jetzt einfach so und jetzt machst du, was du willst. Ich bin ein sehr unkreativer Mensch gerade. Das ist keine gute Ansage für mich. Wenn die jetzt sagen, so, mach mal, was du willst. Ich versuche jetzt einfach mal diesen Hasen irgendwie hinzukriegen. Ich meine, das ist jetzt eigentlich positiv. Ja, Lego sagt halt hier ganz klar, so, und jetzt überleg dir selbst was. Ja, Kreativität fördern ist ja eigentlich das, was immer groß war. Viele beschweren sich, dass Lego nicht genug Kreativität fördert. Ich beschwere mich jetzt, dass ich keine Ahnung habe, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich jetzt kreativ sein muss. Ich versuche einfach mal das Knickel nachzubauen, weil ich bin gerade nicht sehr kreativ. Heute nicht. Nee, heute nicht. Wir kriegen das schon hin. Irgendwie. Und dann machen wir halt doch die Vorgabe. Und dann ist das halt langweilig, aber dann sieht es halt so aus wie auf der Verpackung.
Und dann rede ich halt nicht lange über das Gesicht, sondern ich rede erstmal nur. Und ich rede darüber, dass die Idee eigentlich zu sagen, so macht halt, was ihr wollt, ist halt durchaus sehr schön. Ja, zu sagen, so, ihr habt eine 4x4 Fläche, ihr habt ein paar 1x1 Fliesen, macht halt, was ihr wollt. Das Doofe ist halt, wenn man damit nicht rechnet und komplett ohne Inspiration reingeht und sich denkt, ja, verdammt, was mache ich denn jetzt? Ach so, genau, es sind noch zwei Augen dabei. Ja, okay. Lass mir das mal so. genau. Und das kann man jetzt entsprechend auf drei der vier Seiten und oben drauf auch noch machen, wie man will. Bei der Prämisse wäre es mir lieb gewesen, wenn tatsächlich noch ein paar andere Teile dabei gewesen wären. Zum Beispiel ein Unikitty-Horn. Das wäre cool gewesen, wenn ich hier so ein Horn hätte drauf machen können. Aber Herrgott, man hat Teile in den Kisten und dann kann man tatsächlich machen, was man will. Man hat auf drei der vier Seiten und obendrauf halt jeweils eine 4x4 Fläche zur Verfügung, wo man machen kann, was man möchte. Da kann man halt auch drunter setzen, was man möchte. Und hier ist dann der Halter fürs Foto. Und ich bin natürlich vorbereitet. Ich habe natürlich geschaut, dass ich hier zu Demonstrationszwecken ein Bild von mir habe. Und tada! Wenn das Papier nicht so dünn wäre, hielt er es. Und diese absolut fotorealistische Renderdarstellung von mir, die ist nochmal absolut großartig und funktioniert wunderbar. Normalerweise sind die Hasenohren dann immer hinter mir, wenn ich ein Foto von mir sehe. Aber okay, es ist niedlich. Also da kann man gar nichts sagen. Ja? Es ist auch nicht zu klein, sondern das ist so ein Ding, wenn ihr ein kleines Foto habt, eignet sich das tatsächlich wunderbar, wenn ihr diese Lego-Ästhetik, die ihr irgendwie einbinden wollt, dieser nette kleine Fotohalterstein, der ist halt, glaube ich, tatsächlich etwas, was dann auch mal gesucht werden wird irgendwann und ist relativ praktisch. Ja, man kann es selbstverständlich auch aus Steinen bauen, so einen Fotohalter, aber das ist auf jeden Fall süß. Also von mir, trotz des eigenen Nicht-Kreativitätsanfalls, den ich da hatte, von mir definitiv ein. Jo, kann man mitnehmen, ist ganz lustig, ist ganz niedlich. Wieso ist da eigentlich jetzt das Herz über? Egal, süßes Herz und jede Menge. Oh. Oh, stimmt ja. Wenn ich jetzt statt dem Herz ein Unikitty-Horn hätte, könnte ich sogar ein Einhornkaninchen draus machen. So machen wir ein Herzkaninchen. Hurra! Doch noch was Kreatives. Alles klar. Kreativer wird's heute nicht. Ich sag dann erstmal bis dahin.